Mit dem Namen Bowers & Wilkins verbindet man eine hervorragende Klangqualität. Das ist auch bei der rundum erneuerten 700er Serie nicht anders. Im Test ist das Topmodell aus der Serie der 702 S2. Auf den ersten Blick unterscheidet sich der Lautsprecher zwar nur minim vom Vorgänger. Bei der Technik ist aber einiges passiert. Vor allem der sogenannte Carbon Dome Hochtöner ist ein echter Blickfang. Aber nicht nur das. Er ist in einem massiven Alu-Gehäuse untergebracht und wie bei der Top-Lautsprecherserie von BMW vom Hauptgehäuse entkoppelt, was zu einem besseren Stereoklangbild führt. Die Mitteltönermembran ist nicht mehr aus dem gelben Kevlar, sondern aus dem von Bowers & Wilkins selber entwickelten gräulichen Continuum-Material. So entsteht eine noch natürlichere Wiedergabe. Auch die Bässe sind erneuert worden. Die Membrane basiert auf der sogenannten Aerofoil-Technologie. Eine Sandwich-Konstruktion, die zwar leicht, aber sehr steif ist. So gibt es einen reinen, aber tiefen Klang. Insgesamt tönt der neue Lautsprecher sehr transparent, hat ein homogenes Klangbild und bringt einen knackigen Bass. Das Design wirkt modern und elegant. Die Modelle aus der 700er Serie gibt es in den Farben Weiss, Schwarz und Nussbaum. Fazit zum 702 S2. Ein sehr guter Lautsprecher für grössere Räume und anspruchsvolle Hörer. Und trotz Spitzentechnologie ist der Preis relativ moderat. Für kleinere Räume ist aber eher das kompaktere Modell 705 S2 zu empfehlen.